Ejo, Leute! Stopp! Das hier ist jetzt der erste Teil der Candy Challenge. Ich wollte eigentlich keine zwei Teile machen, allerdings hätte die Candy Challenge dann über 30 Minuten gedauert. Und das möchten sich die meisten wahrscheinlich doch nicht antun. Deswegen kommt diese Woche Teil 1 und nächsten Montag dann Teil 2. Ich würde sagen, erstmal viel Spaß mit Teil 1. Willkommen zu einem neuen Video. Und ich habe heute jemand ganz Besonderes dabei. Das ist die Caro vom Kanal Mountainbike Travel Girl. Hi, ich bin die Caro. Das ist auch die Frau, die hier hinten auf dem Bild immer so guckt, weil sie mich mal gefragt hat, wer da auf dem Bild da ist. Stimmt. Da ist sie drauf. Das heißt, ich war in jedem Video dabei. Nicht in jedem. Jedes, was ich hier für diese Wand gedreht habe. Achso, klar. Ja. Und wir machen heute die Asian Candy Challenge mit der Süßigkeit aus Japan. Ich bin schon ein bisschen gespannt, weil man weiß ja, da kommt viel mit Fisch und so und ich bin ja nicht so... Echt? Da ist Fisch dabei? Okay. Gehe ich von aus. Also wir können nicht genau lesen, was auf den ganzen Sachen draufsteht. Das ist nämlich japanisch. Aber ich gehe davon aus, dass ein paar Sachen mit Fisch dabei sein werden. Und ja, ich würde sagen, viel Spaß beim Video. So, Caro. Du bist Gast in meinem Video, das heißt, ja, du darfst dir das Erste aussuchen. Ich darf mir das Erste aussuchen. Fangen wir mal mit was Kleinem an. Okay, das ist irgendwie japanische Dame. Da sind auch wirklich nur zwei Stück drin. Das passt ja genau. Ja. Was könnten das sein? Da steht auch nichts drauf. Zwei kleine weiße Kugeln. Du darfst. So kleine weiße Kugeln. Was? Ich muss ja mal dran riechen. Alles klar. Da ist Schokolade. Ja. So. Schmeckt irgendwie so ein bisschen nach, wie heißen die? Meinst du die Schokolinsen? Nee, ich meine Schokobons, finde ich. Nein, Schokobons schmecken besser. Ich finde, die schmecken eher wie diese kleinen Schokolinsen, weil es ein bisschen crunchy ist. Ja gut, ist ein bisschen knusprig, stimmt. Genau, treffer. Wir haben hier auch die Sternbewertung wieder. Ein Stern für schmeckt nicht so gut, 5 Sterne für schmeckt richtig geil. Was würdest du sagen? Man weiß ja nicht, was noch kommt, ne? Ne, das weiß ich natürlich nicht. Ich würde mal eine 3 geben. Ich gebe 2, weil ich bin nicht so der Schokoliebhaber, aber es schmeckt schon ganz gut. Ja, das wollte ich gerade sagen, ich liebe Schokolade. Okay, ich würde sagen, ich suche mir das nächste aus, das hier. Da ist irgendwie ein Tintenfisch drauf. Deswegen denke ich, dass das Ganze so ein bisschen nach Tintenfisch schmecken wird. Da steht drauf Texas Corn. Texas Corn. Ja, okay, das ist irgendwie Mais. Mhm. Aber mit Tintenfischgeschmack wahrscheinlich. Mhm. Die 1. Ich glaube, du bist mir selber gefallen und riechst nicht vorher dran. Ich esse schon. Wie, du isst schon ohne mich hier. Schmeckt ein bisschen wie die Käseflips vom Lidl. Ich weiß nicht, wie genau die schmecken, aber es schmeckt nicht nach Tintenfisch. Nee. Schmeckt mir gar nicht schlecht eigentlich. Nee, das schmeckt gut. Aber es ist schon irgendwie ein komischer Geschmack. Also ich würde nicht sagen, dass es nach Käseflips oder sowas schmeckt. Aber Tintenfisch hätte ich mir jetzt anders vorgestellt, sag ich mal so. Ich weiß nicht genau, wie Tintenfisch schmeckt. Aber ich hätte vermutet anders. Mhm. Würdest du für eine Bewertung geben? Mhm. Die 3 würde ich sagen. 3 Sterne. 3 Sterne? Ja. Gebe ich auch. Kann man also essen. Kann man mal so zwischendurch mal essen, so genau. Ab und zu, aber jetzt nicht. Muss man sich nicht, extra kaufen oder so. Ja, jetzt runtergefallen. Okay, du darfst dir das nächste aussuchen, ja. Ich nehme das. Okay. Mhm. Könnt ihr es lesen? Ich auch nicht. Ist auch Japan. Ich würde mich jetzt um, wenn du es lesen könntest. Steht auch echt nichts anderes drauf. Ist auf jeden Fall sehr krümelig. So ein Teig hier irgendwie, so. So ein bisschen wie Pizzateig. Der schmeckt auch nach Pizza. Nein, das ist süß. Riecht nach Himbeer oder so. Richtig, riecht nach irgendeiner Frucht. Ist gar nicht schlecht. Schmeckt lecker, ja. Schmeckt so, ein bisschen. Also auf jeden Fall irgendwas mit Himbeer. Die Füllung ist Himbeer. Mhm. Ja, schmeckt wie so ein kleiner Kuchen. Genau, so ein kleiner Kuchen mit Himbeerfüllung. Ja, ist auch nicht trocken, also ist eigentlich lecker. Ich würde 4 Sterne geben. Ich gebe trotzdem nur 3 Sterne, weil es mir ein bisschen zu kuchenlastig ist. Ja. Na dann. Ja, ich bin wieder dran. Ich nehme dieses kleine hier. Das sieht aus wie Kaugummi irgendwie.
von der Form her. 1, 2, 3 ist das Einzige, was ich lesen kann. Das ist bestimmt wie diese kleinen, wie heißen die denn? Die auch für die Kinder in dieses Teil tun kannst. Diese PEZ? Ja, diese genau. Bets, diese, genau, oder in diese... Zuckerpastillen da. Ja. Könnte sein. Ja, sehen aus wie so quadratische Mauerms. Sonst nicht mehr so ein Rechteckform. Ich gebe dem eins. Okay. Okay, meins dem wie Geld. Mir kommt schon irgendein Geruch entgegen. Kaugummi. Ist es? Ja, hier Brust. Korb gekriegt. Das ist Kaugummi. Ein merkwürdiger Geschmack. Sicher? Das ist Kaugummi. Nee, das ist Kaugummi. Das löst sich auf. Ja. Es ist das Ganze. Stimmt, das ist Kaugummi. Erst denken wir so, aber Kaugummi. Aber das ist sehr schnell, sehr schlecht zerkauen. Braucht sehr lange. Also eine Spielmauer an, das hast du ja eigentlich relativ. Auch nicht schnell, aber. Da denkt man echt, das wäre es. Also, da denkt man, es ist ein Kaugummi. Am Anfang. Das ist doch ein Kaugummi. Ich denke, ich mittlerweile auch schon. Also, es ist echt komisch. Am Anfang denkst du, ja. Es ist ein Kaugummi. Dann denkst du irgendwie, ach, es wird weniger. Aber jetzt irgendwie glaube ich doch wieder, dass es ein Kaugummi ist. Das ist ein Kaugummi, ja. Ja. Was gibst du? Zwei. Zwei Sterne? Mhm. Gib ich auch, das passt ganz gut. Zwei Sterne ist nicht besonders toll, aber auch nicht. Auch jetzt nicht ekelhaft. Ja. Gibt es eigentlich auch Nullsterne? Nullsterne gibt es. Okay, gut. Mache ich zwar echt ungern. Habe ich ja beim letzten Video beim Video mit meiner Mutter auch gemacht. Aber naja. Ich nehme nun das hier. Ist das so was wie. Keine Ahnung. Ich mach's mal auf. Sieht ganz merkwürdig aus. Sieht aus wie. Ich weiß gar nicht, ob ich das probieren möchte. Oh je, das sieht aus wie kleine. Ich will es gar nicht sagen, aber wie kleine Kartoffeln. Kannst du wohl aufziehen? Prost, Prost. Was zur Hölle? Was ist das? Oh, Hölle, komm, nicht drehen! Was ist das? Vor allem, was war das für ein Geschmack? Ach, das war eine sehr schlechte Wahl. Oh. Ja, was würdest du sagen? Was schmeckt das? Ich kann es nicht beschreiben. Also irgendwie habe ich es in den Mund genommen, dann kam es mir erst irgendwie ein bisschen salzig vor. Dann aber irgendwie auch wieder süß und dann... ekelhaft einfach. Wahrscheinlich irgendwelche Reste zusammen gemixt oder so. Also irgendwie nicht zu beschreiben, das Teil. Naja, so. Ist auf jeden Fall weich und kannst du drauf ewig rumkauen. Wie gesagt, mir kam es erst irgendwie salzig vor und dann kam es aber irgendwie süß. Ja, kommen ganz viele verschiedene Geschmäcker auf. Ja, also... Das ist sehr merkwürdig. Also, wäre das jetzt diesmal für Zeit für 0 Sterne? Bin ich dabei. Hm, 0 Sterne. 0 Sterne für dieses komische. Was? Ich meine, wir haben es noch nicht mal fertig gegessen. Ekelhaft. Bitte wähle was Leckeres aus. Ich bin ein Fan von den großen Sachen, die wir hier haben. Deswegen nehme ich jetzt das hier. Da ist ein Typ drauf. Der freut sich irgendwie. Mal gucken, ja, ob wir uns auch gleich freuen. Sieht aus wie Chips erstmal, würde ich sagen. Das sind so hier so Teile. Gib dir mal eins. Danke. Nochmal eins. Das ist definitiv. Meins vielleicht kaputt? Das sind definitiv Chips. Ja? Mhm. Probier mal. Hab schon gerochen. Mhm. Das knuspert ja auch wie Chips. Oh, ist aber lecker würzig. Mhm. Das schmeckt nicht wie Kartoffelchips, sondern wie... Das ist ein bisschen so... Wie konsistent ist, wenn du reinbeißt, ist wie diese Krabbenchips. In der Tat. Mhm, ja. Aber die Krabbenchips, die schmecken ja nach gar nichts. Ja, das stimmt. Und die schmecken sehr... Ich würde sagen, so Barbecue-Geschmack irgendwie. Mhm. Die sind gut. Was würdest du den Chips für eine Bewertung geben? 4,5. Wenn das geht. Ich gebe ihnen 5. Weil ich liebe Chips und die schmecken echt gut. Das sind jetzt keine Chips, die ja, so nach ja schmecken oder schlecht. Und die schmecken echt lecker. Mhm. 5 Sterne von mir, 4,5 von ihnen. Ja. Sieht mal was Gutes aus. Ja, ja. Schokolade. Da steht irgendwas mit Schokolade, ja? So ein Schokobon, groß.
Größer als normale Schokobon. Okay, ich bin mal der Erste. Die Erste. Also mir schmeckt's nicht. Aber es hat wie diesen Nussgeschmack. Und Nussgeschmack, falls ihr mein DDR-Video gesehen habt, verlinke ich euch nochmal hier. Ich mag Nussgeschmack nicht so gerne. Also ich find's lecker. Das schmeckt so ein bisschen wie Rocher. So die Hülle ist so ein bisschen knusprig wie bei Rocher, oder? Ja, aber Rocher schmeckt besser, finde ich. Ja, schmeckt schon besser auf jeden Fall. Aber es kommt so ein bisschen in die Richtung. Was für Sterne gibt's? Ich als Schokolade-Fan würde 4 geben. Ach, tut mir leid, ich muss nur einen Stern geben, weil mir schmeckt es wirklich überhaupt nicht. Aber es liegt daran, dass er das sehr lustig schmeckt, dass ich Nuss einfach nicht mag. Also für Nuss lieber, aber 4 so Sterne wahrscheinlich. So weiße Bällchen sehen ein bisschen aus wie Schneebälle. Oder Marshmallows. Das könnte Marshmallows. Das könnte Marshmallows sein. Schwächer Anfall. Ich glaube, da sind auch Marshmallows im Leben ein. Die sehen ja ein bisschen komisch aus. Hast du schon mal Marshmallow in Spray gehalten? Ja. Oh, so lecker. Finde ich nicht so gut. Ich mag sie lieber ohne. Okay. Hm? Was ist denn da drin? Hm, die haben eine Füllung. Kinder, würde ich sagen. Extrem lecker. Ich finde die richtig gut. Jetzt noch gegrillt auf dem Barbecue, im Feuer. Ja, wie gesagt, ich mag gegrillte Marshmallows. In Australien haben wir es versucht, aufs Barbecue zu legen. Die Marshmallows, aber okay. Das ist nichts geworden. Also ins Feuer halten ist besser. Ja. Was würdest du für eine Bewertung geben? Ich würde eine 4 geben. Ich gebe sogar 5, weil die echt lecker sind. Also gegrillt würde ich so wahrscheinlich auch eine 5 geben. Ich mag mal Marshmallows eh gerne und hier die Füllung ist auch lecker, deswegen 5 Sterne. Wieder ah, rein. Ich bin wieder. Da! Oh, das hier. Das sieht aus wie eine Popcornmaschine. Ja, aber da ist so eine Cola-Dose drauf, die Lutsche in der Hand hatte. Jo, hat gestaubt. Ich kann es an der anderen Seite legen. Ich nehme auch deine Speichel mit, ich habe kein Problem mit. Schmeckt halt wie ein Lolli, oder? Ja, also wie so ein Cola, oder? Cola-Lolli, ja. Hat nichts Besonderes auch mit diesen Pulvern irgendwie. Ich meine, es gibt hier in Deutschland so richtig geile, die du so dippen kannst, wo es richtig sauer wird. Finde ich gar nicht. Doch, gibt's. Und die hier sind irgendwie ein bisschen lasch, würde ich sagen. Nichts Besonderes. Was würdest du Sterne geben? Ich würde 3 geben, weil ich kein Lolli-Fan bin. Ich gebe 3, weil ich Cola mag. Ich finde, 3 ist nicht wenig. Aber es ist halt nichts Besonderes, deswegen 3 Sterne. Bin ich wieder dran? Dann nehme ich mal die hier, da ist eine Giraffe drauf, die irgendwie Fußball spielt. Fußball spielt eine Giraffe. Da sind so kleine. Das ist voll interessant, ne? Wenn du so rum bist, ist die Schrift hier. Oh ne, es sah nur verkehrt rum aus. Es sah verkehrt rum aus. Der Wein kannst du japanisch. Ja, ist ja gar nicht, deswegen dachte ich, das wäre verkehrt rum. Ja. Nehme ich mir auch eins. Ja, so ganz kleine Kügelchen. Ordentlich knusprig. Und die sind süß. Aber nach was schmecken die? Also zum Schluss schmecken sie wie wenn Papier auf deinen Mund zerbröseln würde. Woher weißt du diesen Geschmack? Als Kind alles mal ausprobiert. Okay. Ich würde sagen, die schmecken einfach nur wie ein, so ein süßer Teig einfach am Ende. Ein Stern. Gebe ich auch einen Stern. Das ist jetzt nicht extrem eklig oder so, aber man kann es wenigstens zu Ende essen, nicht so wie ja, die anderen Zeugs. Genau. Jetzt müssen wir uns nochmal an diese hier herangetrauen. Okay, da haben wir mehrere von. Das sind nämlich 3 Stück insgesamt. Ich nehme jetzt mal das rote. Dann nehme ich das blaue, weil blau ist meine Lieblingsfarbe. Jeder ist so eine Rolle irgendwie drin. Das riecht nach Fisch. Ja, stimmt. Na toll. Meins nicht, ich meine meinem. Riech mal an. What? Ich hab gar nichts gesagt. Ganz schön witzig. Aber ich kenne den Geschmack nicht sehr wenig hin. Es schmeckt einfach nur
Nach Gewürz. Also richtig. Ja, Gewürz, man merkt schon, dass irgendwie auch was Crunchiges dabei ist. Also halt irgendwie chipsiger Art. Ja, irgendwie so Bake Rolls oder keine Ahnung. Also ich würde einen Stern dagegen. Ich gebe zwei, weil ich finde es ganz lecker, weil es wirklich gut ist. Ich glaube nicht so, dass es irgendwie nochmal bräuchte. Ah ja, das ist okay. Das große hier. Da sind irgendwie, was ist das? Da oben ist ein Hase drauf und irgendwie ein Küken und so eine Wolke oder sowas. Da steht Cotton Candy drauf, Baumwoll-Süßigkeit. Sieht ja auch so aus wie so. Sehr sieht aus wie Zuckerwatte. Es hat gestaubt. Das sieht wirklich aus wie Baumwolle. Mhm. Kann man das essen? Das fühlt sich total wie Stoff an. Ich weg. Ich hab's gar auf den Boden geschmissen. Ja, mach meinen Boden dreckig. Ich beiß rein. Zuckerschock. Ja, das ist Zuckerwatt. Ist Zuckerwatt, das ist so süß? Also, Zuckerwatt ist so süß. Die schmeckt nach Zucker einfach nur und das tut sie auch. Sieht nicht so aus wie Zuckerwatte bei uns, weil die sieht irgendwie ein bisschen fluffiger aus bei uns. Sieht ja schon echt massiv aus, würde ich fast sagen. Also ich würde einen Stern für die Zuckerwatte vergeben. Ein Stern ist ein bisschen wenig. Ja, ich bin nicht so der Zuckerwatte-Fan. Also ich gebe drei. Ich meine, das ist Zuckerwatte, nur ein bisschen massiver als bei uns in Deutschland, aber... Mehr baumwollige. Irgendwie wirklich mehr baumwollige. Also dieses Cotton stimmt schon, also ja. Das Cotton-Candy. Ich würde mal hier... KitKat nehmen. Aber das ist kein normales KitKat, oder? Weiß nicht, das fühlt sich an wie normales KitKat. Okay. Guck dir. Das sieht richtig. Die Farbe an. Irgendwie so ein. Das ist wahrscheinlich Wasabi oder so. Das könnte natürlich sein. Das würde zu Japan passen. Ich mach schon mal Bananen. Was zur Hölle? Schmeckt wie so sahnig, ne? Und ansonsten eigentlich genauso. Ich muss mir mal die grüne Farbe wegdenken. Ja, aber er hat jetzt nicht so viel Ähnlichkeit mit KitKat, vielleicht ein wenig, aber... Ich finde, schmeckt eigentlich genauso wie ein normales KitKat, nur ein bisschen sahniger. Ein bisschen cremiger so. Das normale KitKat schmeckt mehr nach Schokolade. Ja gut, das ist wie gesagt ein bisschen cremiger, ein bisschen sahniger, so nicht so schokoladig. Aber ansonsten schmeckt es genauso, würde ich sagen. Ja, trotzdem nur drei Sterne. Ja, ich gebe auch nur drei Sterne, die wir dann als KitKat auch nicht so besonders geben mag. So, das war der erste Teil. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es einen Daumen nach oben. Vergesst auf gar keinen Fall, nächste Woche Teil 2 einzuschalten. Dazu könnt ihr mich auch natürlich hier kostenlos abonnieren. Hier sind nochmal zwei alte Videos eingeblendet. Vergesst auch nicht, bei Caro auf dem Kanal vorbeizuschauen. Erster Link in der Beschreibung. Und falls ihr das Video erst etwas später seht und der zweite Teil schon online ist, ist der auch unten verlinkt. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Sehen Sie in den 90ern. Bye, bye.